die Munition aufgefüllt. Das ist natürlich Schwachsinn, weil ich keine verbraucht habe. Da hinten ist das Schiff. Hole ich mir mal wieder eine Landerlaubnis. Huch. Na. Scheiße, wir müssen irgendwie da hinten hin. Na, das war ja eine tolle Aktion. Ich muss irgendwie darüber. Da rechts hinten. Da müssen wir hin. Eieieiei. Naja, okay. War ja ganz passabel. Buggy lebt noch. Aber hier, das sieht eigentlich echt fett aus mit den Texturen. Gefällt mir. Ist nicht mehr so eintönig. Macht schon ein bisschen mehr her. So, da hinten müssen wir rein. Komm schon. Ja, da geht's rein. Oh, meine Güte. So. Rein ins Schiff. Besorgen wir den mal Fisch. Lass mal schauen, wo es hier Fisch gibt. So, okay. Hier im System gibt es Fisch. Das wäre noch besser. Gibt es denn hier eine große Station, wo ich landen kann? Ja. Ah, ist gar nicht so weit weg. Ah, oh, was haben wir denn hier? Hier ist ja noch ein schöner, großer Planet. Was hat denn der? 1,14 g, ein bisschen mehr als auf der Erde. 2,5-fache Erdmasse. Radius 9000 Kilometer. Agrarkultur müsste das hier sein, also dürften die, denke ich, auch Fisch haben, ne? Wenn die Wasser haben, Algen haben, dann werden die wohl auch Fisch haben. Das hier ist Bergbau, ne? Müsste das sein, wenn ich das hier so sehe. Und das hier auch nochmal. Da fliegen wir mal dahin. Auch hier Performance auf dem Planeten nach wie vor, sehr gut. Das sieht schon toll aus, wenn man hier rauskommt. Ah, okay. Da hat wieder die Texturen spät geladen. Ship released. Departure authorized. Bis später. Besorg uns Fisch. Das ist so geil. Als Begrüßungsgeschenk einfach einen Fisch mitbringen. Automated flight control protocol now offline. Thank you, Commander. Okay, das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis wir hier wieder Geschwindigkeit gewinnen. Sind denn die anderen auch alle? Ah, Sirius ist sogar noch ein Ingenieur, das ist ja schön. Ah, ja, geil. 15.000 Lichtsekunden entfernt. Uiuiui. Nanu? Ist er gar nicht hier? Wird aber angezeigt. Ah ne, das sind wir. Ja, Sirius wird eigentlich angezeigt. Dann wo waren noch welche? Hier, Wolf 397.
Hier ist auf jeden Fall auch noch eine Trophy Camp. Wir müssen erstmal schauen, dass wir in die richtige Richtung gleich fliegen. Jupp. Also anscheinend alles Bodenstation. Gibt's bloß die vier? Nanu. Dekiat. Auch nochmal, okay, auch eine Bodenstation. War das nicht so, dass jeder Ingenieur seine Eigenheiten noch besitzt? Stand, glaube ich, auch bei dem ersten, wo wir gerade waren. Bin ja mal gespannt, was er nach dem einen Fisch haben will, was wir dann sammeln müssen. Ob die Daten hier von Relevanz sind? Wahrscheinlich schon. Ach, guck mal. Das haben sie erhöht auf 200 unten. Das war noch nur 100 beim letzten Mal, nicht wahr? Ach, guck mal. Material gibt es jetzt 600 statt 300. Das ist ja noch besser. Da wurde sich nämlich auch schon im deutschen Forum beschwert, wie immer. Erstmal über alles beschweren. Ist ja nicht verkehrt, ne? Ah, die sind also auch hier drin. Born Shield Emitters. Hab ich irgendwann mal gefunden, fragt mich nicht wo. Ach, das Teil hatten wir eingesammelt. Bei der Piratenzone, bei der Abbau, bei dem Abbaustandort. Das ist nice, das ist super. Da 600 hier auf 200 erhöht. Ja, das mit den Materialien hatte ich ja schon immer mal gesagt. Das wäre nicht schlecht, wenn es da ein paar mehr gäbe. Vielleicht 500, jetzt haben sie 600 rausgemacht. Und bei den anderen 200, wo ich noch nicht weiß, ob das jetzt... Weiß ich nicht. Einfach ist einfach die Zeit noch nicht reif, um das zu beurteilen. Aber ich denke, das ist an sich schon mal eine sehr gute Sache. Vielleicht haben sie ja meinen Laderaum auch verdoppelt. Nee, haben sie nicht. Oder mein Geld. Nee, haben sie auch nicht. Tja, ich denke, da werden wir auch in Zukunft wieder kleinere Schiffchen fliegen. Und die kampftechnisch klar machen. Ich habe schon gelesen, dass teilweise echt eine Cutter oder eine Korvette von einem Dreier Eagle Wing einfach kaputt geschossen wurden. Weil die so flink waren. Und durch die neuen Waffen oder beziehungsweise neuen Waffentypen jetzt durch die Zusammenstellung der Ingenieure. Da wo ganz schöne Probleme manche Leute mit ihren großen, dicken, fetten Pötten haben, haben wir auch schon mitgekriegt, so leicht. So, weh, hier gibt es jetzt kein Schiff. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich habe ja das Spiel komplett neu runtergeladen, ob ich nochmal die Grafikeinstellung vornehmen muss, ob ich glaube, genau wie die Gamepad- und Tastatureinstellung und so weiter, dürfte das beibehalten sein. Worden sein. Ich schau gleich mal nach der Folge. Oh, das ist ja nett. Das ist ja nett. Das ist ja eine weiße Station wieder. Ich bin nämlich der Meinung, es wurden nicht alle Grafikeinstellungen übernommen. Es sei denn, die haben jetzt hier in der dritten Beta-Version nochmal irgendwas überarbeitet. Man weiß es nicht, aber wir brauchen erstmal Fisch. Hier. Jo. Bringt's was, wenn ich ein bisschen mehr mitnehme? Wir können den Rest wegschmeißen, falls das nicht will. Ich nehme jetzt einfach mal 10-mal Fisch mit. So. Was gibt's denn hier am Mission Board? Standby. Bitte warten. Wir hatten ganz am Anfang mal die eine Liefermission für 5 Millionen bekommen. Seitdem habe ich nie wieder auch nur annähernd so viel gesehen. Zumindest nicht im Inneren der Blase, wo wir uns ja gerade befinden. Nö. Das passt soweit.
So, dann wieder Richtung Blackheit. Ah ja, okay, das habt ihr auch einen eigenen Punkt, ein eigenes Symbol davor. Das ist Ingenieurssymbol. Ship released. Access corridor is clear. Die Cargo-Module kann man aber nicht verbessern, oder? Also die Frachtraum-Module, dass die irgendwie... Gut, das stelle ich mir auch schwierig vor. Das irgendwie zu verbessern, aber das geht, glaube ich, nicht. Okay, dann landen wir noch, geben das Fischzeug ab und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wo wir dann irgendwo noch was zurechtsammeln müssen oder was wir überhaupt Neues brauchen und was wir mal alles upgraden wollen. Ich denke, man muss halt genau schauen, gab es dort ein Outfitting, wo ich mein Schiff ausrüsten kann, weil wenn nicht, finde ich das nämlich jetzt hier zum Beispiel, ist halt schon viel verbraucht an Energie. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Schildbooster raus. Dass dann, wenn ich dann ein Modul dort upgrade, dann auf einmal geht das Schiff halt nicht mehr, weil einfach viel zu viel Energie verbraucht wird oder was auch immer. Naja, das werden wir alle sehen. Ist ja nur eine Beta, da können wir von mir aus rumprobieren bis zum geht nicht mehr. Warum sie keinen Ingenieur ins Sol-System gepackt haben. Wäre auch ganz geil eigentlich. Unsere Heimat auf dem Mond. Das wäre doch mal eine Gelegenheit gewesen, den mal zu benutzen. Der hat nämlich auch keine Atmosphäre und das ist der einzige Mond ohne Atmosphäre, den du nicht irgendwie oder nicht drauf landen kannst. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob das hier vielleicht jetzt mittlerweile anders ist in der Beta, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Schau mal ganz kurz nach. Wäre ja gleich um die Ecke. Ich bin der Meinung, der Mond ist immer noch nicht beland oder landbar. Nö. Moon. Sekt. Docking permission authorized. Oh, landet bitte 8 da unten. Gibt also doch mehrere große. Wo muss ich denn hin? Ja.
Oh, perfekt. Halt. Sehr gut. Ja, doch eine schöne Aussicht. Haha, nice. So, komm mal her. Docking procedure completed. Ah doch, gibt ein Outfitting. Was gibt's denn eigentlich bei Schild... Achso, bei Schildbooster? Oh, Schildboost 0 bis 48%. Alter. Was? 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 WTF? Die Masse erhöht sich um 100%, aber das ist übel. Vor allem, du kannst dann ja einfach ein paar rausbauen, hast dann halt andere Slots wieder frei, wo du dann was anderes reinpacken kannst. Alter, das ist ja abgefahren. Was gibt's hier noch? Kinetische Dings. Ah, hier für jeden was drauf. Ah, scheiße, was ist denn jetzt am besten mal für unsere Corvette? Puh. Powerplant ist natürlich nicht schlecht. Overcharge. Ah ja, genau, das hier hätte ich gern. Mehr Power. Ach, guck mal. Boah, bist du 29% mehr? Kann auch abnehmen, dafür eine andere Hitze, Widerstandskraft oder so. Ey, komm, das machen wir mal. Jetzt bloß mal als Test. 0 bis 5%. Was? Special Effect gibt es hier noch nicht. Hat leichte positive Effekte, steht hier drüben. Boah. Okay, egal was rauskommt, wir müssen es akzeptieren und die Ressourcen werden dafür natürlich verbraucht, das ist ja klar. Machen wir mal einmal Fisch. Es tut schon weh im Geldbeutel, aber wir müssen es machen. Ah, okay, jetzt wird ausgewürfelt oder was? Ist das Widerstand? Ich weiß es gerade nicht. Plus 3% immerhin. Try again könnte ich nochmal machen. Oder annehmen. Warte mal, was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Nochmal Fisch. Komm, wir spielen einfach mal. Gott sei Dank habe ich ein bisschen mehr mitgenommen. Ist erstmal okay. Schade, plus 2%. Dafür ist der Rest ein bisschen besser. Außer bei Hitzeeffizienz. Komm, wir machen nochmal. Ja, das ist ja nett. Okay, das ist ja, ein nettes Spielchen. So, komm schon. Ach, 1%. Komm, nochmal. Waren wir ja schon gut am Anfang, ne? Och, das ist ja erbärmlich. Ich hätte das erste gleich annehmen sollen. Jetzt verarscht er mich doch nur noch. 2%. Nee, komm, da muss mehr gehen. Da muss einfach mehr gehen. Ich will wenigstens die 3% haben. Oder halt, wir müssen das nehmen, was am Ende bei rauskommt, wenn wir das letzte, den letzten Fisch. Sag mal. Hier hinten hätte ich gern. Komm schon. Im Auswürfeln bin ich doch sonst ganz gut. Das ist ja erbärmlich. Das ist ja erbärmlich. Das ist ja erbärmlich. Das ist ja erbärmlich. Naja, komm, wir lassen es so. Das ist ja okay. 2% plus hier minus 2. Dann nehmen wir das jetzt mal an. Vielen Dank.
Schilde sind offline. Huch. Ach so, überall einmal Fisch. Fürs erste Mal. Da brauche ich echt nur einmal Fisch, selbst wenn ich die großen Sachen machen möchte, oder was? Schildgenerator. Boah, echt nur einmal Fisch für alles? Das ist ja ein bisschen doof. Ich verstehe das gerade nicht, warum der bloß einmal Fisch für alles braucht. Das finde ich jetzt ein bisschen. Ich hätte eigentlich gerne mal Sachen gesammelt dafür, aber irgendwie. Da muss ich vielleicht nur ein- und auslocken, dass das Spiel das gerade nicht so kapiert. Hier kommt der eine Schildbooster. Machen wir es einfach mal. Naja, mach. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hohoho, plus 227%. Viel mehr geht gar nicht. Das ist ja nice. Krass. Bis 1% mehr Power braucht? Okay, das macht jetzt nicht wirklich viel aus. Ah, okay, da verschiebt sich noch was. Hab ich was verpasst? Sieht aber nicht verkehrt aus, oder? Kann man mal mitnehmen. Schildboost 227%. Sehe ich den jetzt speziell hier drüben? Halt. Ah ja, okay. Ja, da ist so ein Ingenieurszeichen dahinter. Okay. Der ist schon ausgewählt. Eine Schildzellenbank. Spin-Up-Time, Haltbarkeit, Boot-Time. Boah. Der FSD. Ich will ja keine schnellere. Okay, das ist natürlich echt krass, ne? Das. Boot-Time einfach mal bis zu 40 bis 75% schneller. FSD Range. Ach so, da hält das mehr aus. Shielded FSD. Komm, wir haben noch einmal Fisch. Wieso brauche ich denn bei jedem Mal bloß einmal Fisch? Das ist ja doof. Ja, komm, mach schon. Oh. Power Draw, das ist ja mies. Okay. Ah, okay, das hat es ein bisschen nach unten geschoben. Oh, hier, leichte Anpassung. Ist ja gar nicht so viel. Ja, okay, das glaube ich. Nee, doch. Das ist ein bisschen besser jetzt. Plus 22%. Wir konnten vorher irgendwie 12,7 Lichtjahre oder so springen. 15. 15,5. Puh. Das ist nicht verkehrt, aber wieso brauche ich bloß Fisch? Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Oh, ich kann hier auch Fisch einkaufen. Das ist ja toll. Dann können wir das Schiff mal komplett. Ist das jetzt ein Fehler in der Beta? Seit dem Patch Beta 3? Beta Patch 3?
Schildgenerator. Wie sieht's denn da eigentlich? Ach, genug kinetische Resistenz.